Das deutsche Bundesverfassungsgericht verhandelt jetzt aktuell über den ESM. Die Verhandlungen haben begonnen. Man erwartet die Entscheidung allerdings erst im Herbst nach Nationalratswahlen, nach Bundestagswahlen. Welche Signalwirkung wird dieses Urteil für Europa haben? Es geht ja immerhin um die Geldpolitik der EZB. Ja, die entscheidende Frage wird sein, ob eine außerhalb der Bundesrepublik Deutschland angesiedelte Institution wie die Europäische Zentralbank über die Verschuldung zu entscheiden hat, die an sich in der Budgethoheit des Deutschen Bundestages, des Parlaments der Deutschen liegt. Das ist die entscheidende Frage. Wenn das Bundesverfassungsgericht sich hier herausschwindelt, dann geht das zulasten des deutschen Steuerzahlers. Wenn das Bundesverfassungsgericht hier Wahrheit herstellen will, dann muss sie das noch vor der Wahl tun. Dann hat Merkel aber ein Problem. Ich befürchte aber, dass man das Ganze schieben wird bis nach den Bundestagswahlen, sodass Merkel mit einem derartigen Erkenntnis nicht konfrontiert wird. Und nach der Wahl wird dann der böse Tag des Erwachens für die Deutschen kommen. Das könnte uns Österreichern relativ egal sein, wenn wir nicht so sehr an die deutsche Wirtschaftsentwicklung gebunden wären, wenn wir auch nicht währungspolitisch so sehr an die Deutschen gebunden wären. Und weil das so ist, kann es uns eben nicht egal sein, was der Karlsruher Gerichtshof judiziert. Und es kann uns auch nicht völlig egal sein, welche verheerend falsche Politik die Frau Merkel weiterhin führt.